Audi A3 8P, zweites Faceliftmodell von 2011, schneller als der Porsche 919 Evo und mehr Aerodynamik als der Mercedes AMG GT Black Series. Leider nur Spaß, aber dennoch habe ich sehr viel vor mit dem Auto. Und damit herzlich willkommen zum ersten YouTube-Video von mir. Ich werde in diesem Video ein bisschen erzählen, was ich mit diesem Auto vorhab, denn ich darf es ein bisschen modifizieren und tunen. Und genau, wir werden in diesem Video jetzt einmal ums Auto herumgehen und dann sage ich euch die verschiedenen Stationen, beziehungsweise sage ich, was ich an den Stationen vorhab. Und ich würde sagen, wir fangen hier direkt an der Schnauze an. Kommen wir erstmal zu grundlegenden Dingen. Das Auto ist silber und es wird auch silber bleiben. Ich habe eine Weile überlegt, das Auto entweder schwarz zu lackieren oder zu folieren. Habe ich dann überlegt, einen All-Black-Look zu haben oder schwarz mit Silber-Akzenten. Jetzt bleibt es doch silber. Ich bin Fan von der Farbe und ich finde, es sieht, denke ich, einfach cleaner aus, wenn es silber bleibt und einfach schwarze Akzente viel mehr als jetzt dazu bekommt. Genau, und zu dem Modifizieren zähle ich dieses Jahr jetzt einfach äußerlich, optisch, einfach sportlicher, einen sportlicheren Look zu bekommen. Und nächstes Jahr geht es dann an die Leistung und auch an den Sound, damit es nicht nur optisch sportlich ist und dann trotzdem eine kleine Schildkröte bleibt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier vorne am Grill an. Also, wir haben hier einen schönen normalen A3 Grill vor uns mit den einfachen Streben. Und wie man sieht, ist er nicht für seine Sportlichkeit bekannt. Und das habe ich vor zu ändern. Erstmal zu diesem Grill sehen wir hier überall Chrom-Optik, heißt die Ringe sind Chrom, die Akzente. Auch hier weiter geht es zu den Nebelleuchten, da kommen wir später zu. Und ich habe schon einen neuen Grill bestellt, der steht tatsächlich schon zu Hause. Wir sind aber noch nicht zum Einbau gekommen, weil noch ein paar Teile fehlen. Aber beim neuen Grill, ich werde euch auch gleich ein Foto einblenden, wird alles, was hier Chrom ist, wird schwarz sein. Und es wird auch schwarze Ringe geben. Es klingt im ersten Moment natürlich krass, weil man muss, um den Grill zu wechseln, die ganze Schnauze abnehmen, also alles unterhalb der Lichter und so. Aber es ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst, nicht schwer oder generell, es sind einfach nur Schrauben, die man lösen muss. Jetzt hier neben dem super sportlichen Motor sieht man natürlich hier drei Schrauben jetzt, die man lösen muss hier im oberen. Dann sind noch in den Radkappen und von unten Schrauben, die man lösen muss, um die Schnauze abzubekommen. Darum kümmern wir uns aber im Video, im nächsten Video, wenn es halt darum geht, diese Sachen und die Nebelgitter, die jetzt noch keine Gitter sind, auszuwechseln. Das waren die groben Sachen zum Grill und jetzt geht es noch weiter, weil ich will ja die ganze Schnauze sportlicher machen und deshalb geht es weiter zu den Nebellichtern. Auch diese werden ausgewechselt. Wir haben ja jetzt dann demnächst beim Hauptgrill das Wabenmuster und deshalb werden wir das hier auch einbauen und dadurch wird dieses Chrom-Element hier bzw. die Chrom-Optik um das Licht herum und hier in der Mitte verschwinden und durch das Wabenmuster ersetzt. Ich habe vorhin angesprochen, dass das ganze Auto silber sein soll und mehr schwarze Optik haben soll. Somit wird dieses Element hier um das Licht auch schwarz sein. Ich werde euch mein Bild einblenden. Und dadurch wird die ganze Schnauze schon um einiges dunkler sein und sportlicher. Allein diese Elemente werden dem Auto schon einen ganz anderen Charakter geben. Und wir werden im nächsten Video sehen, wie das aussieht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter rum. Jetzt sind wir eine Station weiter bei den Reifen bzw. bei den Felgen. Wir haben jetzt 17 Zoller drauf in einem schönen Silber. Und dadurch, dass ich mehr Schwarzoptik haben will, werden die gewechselt. Und zwar, sie werden einerseits schwarz, es werden schwarze Sportfelgen. Ich zeige euch mal ein Bild. Und sie werden um 1 Zoll wachsen. Heißt, es werden 18 Zoller. Ich finde, dass das einfach schöner aussieht, wenn die Felge größer ist. Und das wird dem Auto, denke ich, auch mehr Sportoptik geben. Okay, kommen wir zu den Spiegeln. Vorab, wir haben im Auto, vor allem im Innenraum, auch Kleinigkeiten schon geändert. Die zeigen wir euch später. Aber jetzt zu den Spiegeln. Die wollte ich eigentlich auch schon wechseln. Ich wollte sie schwarz, also die Spiegelkappe schwarz machen und beziehungsweise auswechseln. Und wir haben es, ich glaube, 2-3 Mal probiert. Es hat nicht einmal geklappt irgendwie. Wir waren immer so weit, dass man eigentlich nur noch die Schrauben hätte lösen müssen, aber wir haben die Kappe nicht abbekommen. Deshalb bleiben die Spiegel jetzt, beziehungsweise die Spiegelkappen jetzt silber. Ist, denke ich, im Gesamtbild auch okay, weil es kommt genug Schwarz dazu. Wir sind bei den hinteren Fenstern und die sind hell, sag ich mal. Also man kann ganz entspannt reingucken. Ich werde die folieren oder folieren lassen. Mal gucken, was da die Möglichkeiten sind. Also sie sollen schwarz sein, dass man nicht reingucken kann. Hier das ganze hintere. Das wird dem Auto erstens mehr Privatsphäre geben, also im hinteren Bereich. Und zweitens wird es ein schöner schwarzer Akzent, der das Auto auch sportlich machen wird. Willkommen am Heck. Wie ich schon angesprochen habe, wird auch diese Scheibe verdunkelt. Und ich würde sagen, wir fangen hier oben an. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video, dass das Dach praktisch hier plötzlich aufhört.
Ich finde, dadurch kriegt das Auto so einen Schildkröten-Look. Deshalb, und es ist ehrlich nicht sportlich. Deshalb werde ich hier einen Dachkantenspoiler anbringen. Es sorgt für mehr Sportlichkeit und es wird das Dach verlängern und auch mehr Zack einbringen. Es gibt zwei Möglichkeiten von Spoilern. Einmal einfach einen einfachen, der praktisch so rüber geht. Und einen, ich kann euch ein Bild einblenden, bei dem einfach hier beim Bremslicht so ein kleiner Zacken drin ist. Da weiß ich noch nicht, was es werden wird, aber da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Kommen wir zu den Ringen. Ich habe schon vorne angesprochen, dass die Ringe schwarz werden. Dann werden natürlich auch diese verändert und ausgewechselt. Heißt schwarz. Wird für mehr sportliche Optik sorgen. Und ich denke, dass es am Anfang jetzt ohne verdunkelte Fenster und ohne Spoiler und so noch ein bisschen komisch aussehen wird, wenn einfach hier plötzlich was Schwarzes drin ist, weil jetzt hier wirklich noch nicht so viel Schwarz drin ist. Aber sobald die Fenster verdunkelt sind und so weiter, wird es alles im Gesamtbild sehr gut aussehen. Kommen wir zum Kennzeichen. Vorne und hinten werden wir die Kennzeichen rahmenlos machen. Ich finde einerseits diese Werbung hier für Audi, finde ich einfach nicht schön. Und es verbreitert das Nummernschild und vor allem, wenn der neue Grill dran sein wird, nimmt es einfach so viel Platz weg. Deswegen werden die rahmenlos. Und des Weiteren werden hier die Kennzeichenbeleuchtungslampen oder einfach die Teile werden ausgewechselt. Es sind jetzt noch gelbliche Lampen. Und auf dem Weg sind jetzt schon die LED-Lampen. Das wird einfach ein schönerer und modernerer Look. Jetzt sind wir hier beim unteren Heck. Wie man sieht, ist das hier schönes Plastik. Bin kein Fan davon, ist logisch. Da ist der Plan, dass hier einfach ein sportlicher Diffusor rankommt. Der Diffusor soll dem Auto im Heckbereich jetzt ein sportliches Finish geben. Dann des Weiteren ist der Plan für mehr Sound. Da ist natürlich die Auspuffanlage zuständig. Und unsere ist jetzt, naja, noch nicht ganz so sportlich und deswegen ist der Plan, dass hier eine andere Auspuffanlage rankommt. Aber wie gesagt, das wird eher wahrscheinlich erst im nächsten Jahr passieren und das werde auch nicht ich machen. Es wird dann offiziell gemacht oder professionell gemacht. Aber damit muss ich mich noch weiter befassen. Deswegen, das sind jetzt nur Ideen und ich würde sagen, wir gehen wieder nach vorne. Herzlich willkommen im Innenraum. Hier haben wir schon, wie gesagt, Kleinigkeiten gewechselt bzw. ausgebaut. Zum einen die Armlehne. Das war davor wie die Sitze. So ein Stoffbezug oder sowas. Das ist jetzt Kunstleder. Auf der Liste steht jetzt noch des Weiteren das Radio. Wie man sehen kann, sind hier noch viele Knöpfe und vor allem ein kleines Display. Der Plan ist, dass ich dieses ganze Radio rausnehme und durch ein Display ersetze. Das Display soll dann natürlich Touch sein, möglichst wenig Knöpfe, weil es gibt da ganz komische Varianten. Und dann auch CarPlay haben. Macht das Auto natürlich nicht sportlicher, aber für mich als Fahrer oder Beifahrer ist es, denke ich, sehr viel angenehmer. So, dann kommen wir hier zum Fußraum. Hier habe ich die Pedale und Pedalkappen schon gewechselt, also hier die Kupplung und Bremse und das ganze Gaspedal. Das sind Originalteile von Audi. Das ist jetzt so ein Edelstahl. Das ist bei den sportlichen Modellen dann immer drin und jetzt halt auch bei uns. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie es davor aussah. Das war einfach wie die Fußstütze, so ein schwarzes Gummi oder Plastik. Nee, nicht Plastik, Gummi, irgendwie sowas. So ein komisches Ding. Fand ich nicht so schön. Jetzt finde ich es schon um einiges schöner. Die Fußstütze, die richtige, habe ich leider nicht gefunden, um den Look hier zu finishen. Aber ich muss sagen, dass das auch absolut in Ordnung ist, weil die Fußstütze jetzt wirklich nicht wichtig ist. Und ja, das war es eigentlich schon zum Innenraum. Es sind nur Kleinigkeiten. Der Fokus liegt halt eigentlich wirklich eher im Exterieur, also im Äußeren. Und ja, dann lass uns nochmal nach vorne gehen. Jetzt sind wir wieder vorne angelangt. Wir waren jetzt einmal ums Auto herum. Wir sind jetzt einmal herumgelaufen. Und das waren jetzt die Sachen, die sicher gemacht werden und auch jetzt in diesem Jahr im Fokus liegen. Es gibt dennoch Kleinigkeiten, die noch in Überlegung stehen, wie zum Beispiel eine Tieferlegung, nicht viel und hässlich, dass es jetzt wirklich so, dass das Auto praktisch schon auf den Rädern drauf liegt, sondern wirklich nur, ich weiß gar nicht, kleine Zentimeter oder Millimeter. Des Weiteren eine Dachfolierung, dass nur das Dach foliert wird in Schwarz. Ich zeige euch mal ein Bild, wie das aussehen könnte. Sorgt für natürlich mehr schwarze Optik und vor allem, wenn der Spoiler eventuell schwarz sein wird, weil es ihn nicht in allen Farben gibt, kann es dann besser aussehen, wenn dann nicht nur der Spoiler schwarz ist, sondern auch das Dach. Das waren halt die optischen Sachen und wie am Anfang angesprochen, soll es dann nächstes Jahr unter die Motorhaube gehen. Ich muss sagen, ich habe mich damit noch überhaupt nicht befasst und es ist auch noch ein bisschen weiter weg. Wenn ich mich mehr damit befasst habe, sage ich euch, was alles der Plan ist. Aber natürlich kann ich jetzt schon sagen, ist mein Wunsch mehr Sound, mehr Leistung und genau,
das sind so die wichtigen Sachen für mich und da gucken wir dann, wenn es soweit ist, was man machen kann bzw. was gemacht werden kann. Da kommen wir jetzt zum Fazit. Warum mache ich das Ganze? Es ist, also ich muss sagen, jetzt auch so ohne Modifizierung ist das Auto ein sehr schönes Auto. Meiner Meinung nach ist es auch ein anfängerfreundliches Auto und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ich mag es dadurch, dass ich so ein kleiner Car-Freund, Autofreund bin, mag ich es, am Auto zu arbeiten und es zu verschönern oder zu modifizieren. Und wir fahren es jetzt schon sehr lange, also seit 2011, glaube ich, 10, 11 Jahre. Und ich habe jetzt einfach Lust, dem Auto ein zweites Leben zu geben. Aus meinem Freundeskreis weiß ich auch, dass der eine oder andere kein Verständnis dafür hat, warum ich so viel Geld hier in dieses Auto rein investieren will und mir nicht einfach einen sportlichen kaufe. Das sind eigentlich die Punkte, die ich schon angesprochen habe. Ich habe mich in das Auto verliebt. Ich will selber Hand anlegen, viel selber machen und auch die Werkstatt möglichst wenig gebrauchen. Ich habe halt einfach Lust, dieses Auto zu versportlichen und nehme es als mein kleines Projekt. Das war es eigentlich schon zu dem ganzen Auto und zum Fazit. Im nächsten Video, was wird da passieren? Wir werden die Schnauze auswechseln, die Nebellichter, die Ringe und die Kennzeichenbeleuchtung. Das wird im nächsten Video passieren. Ich habe sehr viel Bock drauf und ich freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren eure Meinung dazu, zu dem Projekt oder zu der Idee reinschreibt. Ich freue mich ebenfalls, wenn ihr mir auf dieser Reise hier folgt und den Kanal abonniert. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Es geht an die Schnauze und es geht endlich los. Ich kann es nicht erwarten und let's go. Let's go. Yo. Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If I lose, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.